Hallo und ein herzliches Willkommen zurück mit Malkondo. Und mit Mulenia. Ja. Wir sollten mal die Uhr starten. Ja, starte mal die Uhr. So, ich muss jetzt hier mit den Schmetterlingen zusammen. Ja. Da hoch. Und dann musst du einen Doppelsprung wieder ausführen, nehme ich mal an, ne? Ja, aber ich war so hoch, dass ich über die Teile drüber gesprungen bin. Ja, du hättest wahrscheinlich erst nur den einen und dann kurze Zeit okay, später. Okay, aber den einen konnte ich jetzt mitnehmen. Ja, Soll ich den noch mitnehmen und, Das musst du selbst entscheiden und musst dann halt wieder zurück. Dann hole ich mir jetzt die Schmetterlinge nochmal. Das ist so cool. Na denn, ist das ja auch gar nicht schlimm, dass du das nochmal machen musst. Ja. Das ist total cool. Ich meine, da tragen die Schmetterlinge da hoch. Mhm. Yay. Dankeschön. Ja, das ist nett. Ah, jetzt ist die Frage, wohin? Du kannst ja eigentlich erstmal nur nach links weiter da, ne? Ich kann nur hier hoch. Geh mal um den Stein rum. Ah, da ist aber gar nichts mehr, wa? Nee, da müssen wir weiter. Guck mal da. Mhm. Da ist auch nix. Und dann geht's da wieder höher. Oh. Ah, da bin ich untergeklemmt. Hm. Ist dir fast den Kopf gestoßen. Ja. Und dann da weiter. Ein Wasserfall. Oh ja. Oha. So viele Schmetterlinge. Ui. Boah, ist das cool. Das ist schon nett, ja. Das sieht ja mal richtig gut aus. Ja. Ob ich jetzt einfach in den Schwarm springe? Aber war da hinten nicht noch was? Du solltest erst noch mal kurz zurückgehen. Sollte gucken gehen, ne? Mhm. Hier du da jetzt runterspringst. Ja, und sonst links auch noch. Kommt man da nicht auch irgendwie weiter? Ja. Kann mich da auch täuschen. Sah schon so aus. Bevor du da runterspringst und man ist wieder irgendwie weiter oder kommt halt nicht mehr zurück. Ja. Das wäre dann schon irgendwie ein bisschen ärgerlich. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ah, guck mal, da ist irgendwas, oder? Ja, da ist auch noch wieder so ein Stern. Und von hier oben kannst du vielleicht ja auch in diesen Ding springen. Dann kommst du wahrscheinlich auch direkt rein, ne? Mhm. In den Schwarm. Nee, soll man wahrscheinlich nicht hoch. Also zulaufen. Sah so aus, als wenn man von hier aus daran kann. Ja, aber ich nehme an, du sollst direkt runterspringen da hinten, ne? Da, wo du eigentlich vorhin schon in den Schmetterlingsschwarm einspringen wolltest. Da muss ich runter, ne? Gehe ich mal fast von aus. Von hier oben würdest du dann ja auch direkt durchspringen. Ja. Nee, jetzt gehst du ja doch nach unten. Ach so, ich soll von da oben springen. Nein, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hatte nur gedacht, dass du eben so direkt von oben in diesen Schwarm reinspringen kannst dann. Dann gucken wir doch mal. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, die sind aber ziemlich weit drüben, ne? Hm, da hast du recht. Dann probieren wir es doch da. Geh doch einfach da runter, genau. Und mach das doch da. So, ich springe jetzt einfach. Ja, mach das. Ich glaube an euch. Ja, für so viel dazu. Oh, platsch. Alles gut. Zum Glück ist das eine super Füchsin. Ja, da oben liegt wieder ein Auto und ein Truck. Ja, wahrscheinlich der. Was ist das denn? Das sind doch so Steine, oder? Ja. So Bausteine mit Buchstaben. Barbier Shop. Das okay. ist der Friseur, wo er doch drüber gesagt hat. Stimmt. Dass sie Steine eingeworfen haben. Nein, nicht die Steine eingeworfen, sondern die Scheiben mit den Steinen. Da ist der Truck da oben. Und hier buddeln wir wieder. Mhm. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel.
and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough, it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Okay. Da oben ist der Truck. Hast du schon gesehen, wo es weitergeht? Nein. Aber rechts vom Wasserfall ging es ja noch weiter und so. Ja. Mhm. Also genau von hier aus gesehen, hinterm Wasserfall. Ja. Da oben ist auch wieder so ein rosa, eine lilane Dings, ja, meine ich. Ja, ne? Hier unten auch. Auch unten, ja. Ich nehme an, dass das wieder Schmetterlinge sind. Oder irgendein anderer Bonus. Ja, Schmetterlinge. Das muss man halt gucken. Wofür brauche ich die jetzt, ne? Bestimmt, um da oben hochzukommen. Aber ja. Die Frage ist, ob du jetzt von rechts nach links rüberspringen musst oder genau, ob du da lang musst. Wir gucken mal. Wir können die ja... Ach, guck mal, da geht's bestimmt nach oben. Recht weit mitnehmen, anscheinend. Vielleicht kannst du auch zweimal Schmetterlinge nehmen und kannst dann noch höher springen. Ja, das wäre doch... Das wäre doch cool. Aha. Ach, guck mal, ich brauche gar nicht springen. Die tragen mich einfach. Die schmeißen dich so hoch. Guck mal. Okay. Wo bringt ihr mich hin? Naja, wir probieren's. Und du hättest wahrscheinlich springen müssen nochmal. Okay. Gehe ich fast von aus. Ja. Gucken wir mal. Meinst du, die Schmetterlinge einsammeln und dann nochmal springen, ja? Genau, sobald du die halt um dich hast, dass du dann nochmal springst. Vielleicht geht das nicht. Ja. Naja, die werden sofort aktiviert, wenn man springt. Mhm. Ja. Mhm. Nee, das geht nicht. Das ist es nicht. Aber warum nicht? Das weiß ich auch nicht. So, nochmal gucken. Hauptsächlich, wo soll ich denn da hinspringen? Ja, das weiß ich auch nicht. Eigentlich ergibt das nicht viel Sinn. Nein. Es sei denn, du sollst die mitnehmen und woanders hochspringen. Aber das geht ja nicht, denn du musst ja springen, um sie überhaupt zu erreichen. Ja, genau. Wahrscheinlich, vielleicht ist das doch nur zum Verwirren oder so. Obwohl das eigentlich untypisch wäre für das Spiel. Ja. Das ist eigentlich nicht dafür da, um einen zu verwirren. Wir gucken einfach mal von der anderen Seite, vielleicht sehen wir ja was. Ja. Ne, ist nichts zu sehen. Also, ich würde sagen, wir laufen erstmal hier weiter und gucken mal. Da hinten sieht das auch aus, als wenn ich Schmetterlinge brauchen könnte. Mhm. Ah ja, das ist hier der Barbiershop dann nochmal. Gucken wir da mal weiter, oder? Na klar. Ich weiß, ob du da überhaupt hochkommst, aber es könnte sein. Oh, drei Schmetterlinge. Ui. Okay. Das heißt, du brauchst die anderen. Aber da ist die Frage, wie kriegst du... Ach so, du könntest höchstens sehen, dass du zu denen springst. Die zuerst einsammelst da oben. Ja. Also, dass du im Prinzip zu denen springst. Wenn du die hast, wieder zurückspringst mit deinem zweiten Sprung, yeah, dann nach unten gehst und dann die zweiten unten einsammelst, dann müsste man nur noch wissen, wo die dritten wären, falls da das ist, so funktioniert. Da ist es gerade sehr lila unterm Ach, Stein. Ach, da, guck mal, genau, dann ist da die sind das die dritten. Oh Mann, ja, gut, aber
sobald ich springe, bin ich die los. Ja, vielleicht musst du ja nicht unbedingt springen. Guck nee, mal, wie da hätte ich jetzt hier nicht, hätte ich nicht springen müssen. Ich Nein, glaube, dann musst du die als letztes holen. Da komme ich so hoch. Guck mal, dann gehst du jetzt nach oben, da wo die in der Luft sind. Ja. Dann muss man die bestimmt zuerst holen. Aha. Probieren wir das mal aus. Weil noch mehr Schmetterlinge habe ich nicht gesehen. Ne, es waren ja auch, der hatte ja angezeigt, 3 Stück brauchst du. Und das sind genau 3 Stück. Genau. Oder 3 Schwärme oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, weil hier muss ich springen. Ja, natürlich. Das ist, wie gesagt, das wird auch die Reihenfolge sein. Also ich meine jetzt, dass du zu denen springst. Ja. Achso, aber wenn du springst, dann sind die ja sofort wieder weg. Ich müsste zu denen durchspringen, ohne irgendwas zu machen. Also so. Ach so, du bist vorhin gesprungen? Ja. Als du die unterwegs verloren hast? Ach so, okay. Ja, dann halt natürlich so. Ich dachte, dass du die unterwegs, wenn du fällst, automatisch verloren hast. Ohne, dass du noch was gemacht hast. Nee, ich bin gesprungen ja immer. Okay, dann ergibt das Sinn. Guck mal, da ist noch so ein Teil. Mhm. Kommst du von hier ran? Ja, von der anderen Seite. Möglicherweise. Ja, ich muss gucken, dass ich nicht springe. Ich versuche, meinen Daumen ganz wegzuhalten. So, dann versuchen wir hier mal hochzukommen. Ich weiß nicht, ob wir das von hier unten schaffen. Ja, hier doch. Einfach hochzulaufen. Du hast das doch, vorhin hast du es doch hingekriegt, oder? Hier war die Stelle, ja. Aber... Von oben, ja. Ich muss über den Felsen. Genau. Ich habe das eben auch gesehen gehabt. Ja. Dass man da hochlaufen kann. Und das Ganze jetzt hier ohne zu springen. Ja, einfach runterlaufen. Genau. So. Oh, hab sie. Sehr gut. Mein Daumen ist in der Luft. Also da passiert gar nichts. Bin nicht mehr in der Nähe. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Damn. Wow. Ja, den anderen kriege ich jetzt nicht mehr. Kannst du sagen, das wäre jetzt auch, dann musst du wieder alles einsammeln. Ja, oh, da ist die nächste. Der nächste. Sieht wieder wie ein neues Gebiet aus. Ja. Steppe oder sowas. Ja. Oh, da sind auf jeden Fall viele helle Dinger. Ja. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48. Not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Okay. Mich zieht's jetzt irgendwie da hinten hin. Na, dann geh doch erstmal dahin. Hier ist schon alles ein bisschen grün, also ja, Bodengrüner. Mhm.
Ja, so steppenmäßig, ne? Ja. Bist du da nicht schon an so einem Ding vorbeigelaufen jetzt? Nee. Hm. Oh, da. Nein, das ist der. Nein, das ist der Wasserfall. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Das andere sind auch eher so Geysire oder sowas. Ja. Ne? Das ist eher Qualm, als dass das. Oder ja. Dampf. Als dass das diese Geschichtsstränge wären. Das stimmt. Aber von Weitem sah das so nach den Dingern aus. Mhm. Ja, das stimmt. Hatte ich auch gedacht. Oh, jetzt wird's hier aber karg. So ein bisschen nach Vulkanerde aus. Okay. Lädt. Dann wohl das nächste Gebiet. Ah ja, nachts im Wald. Das sieht ja mal richtig cool aus, oder? Ja, es sieht sehr, sehr nett aus. Ach, guck mal, da ist ein mega Licht und da scheint es aber lang zu gehen. Naja, das andere da hinten wird die Sonne sein, ne? Ja. Oder der Mond, oder? Guck mal, da geht's auch lang. Oh Mann. Ja, jetzt musst du dich für einen Weg entscheiden. Das grelle Licht oder links lang oder rechts lang? Ich gehe hier lang. Die Menschen gehen immer als erstes nach links. Ja? Gab's da nicht so eine Studie zu, dass man, wenn man die Entscheidung treffen kann, meistens sich immer erstmal nach links wendet? War das nicht nach rechts? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber, es nicht. Ja, es gibt da eine. Aber irgendwas, entweder nach links oder nach rechts. Genau. So, da ist auf jeden Fall so ein Geschichtsding. Und jetzt gibt es auch überhaupt gar keine Musik. Nee. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck. So we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Okay. Da hinten geht's jetzt noch weiter. Siehst du noch irgendwo was? Nee, da hinten, ja. Da im Boot. Und vor allen Dingen auch rechts sind noch Sterne. Ja, ich weiß, die habe ich gesehen. Ein Boot oder was hast du gesagt? Ein Boot, da. Oh ja, ein Boot. Ist das so ein Schlauchboot? Nee, das ist eher so ein Holzboot. Okay. Ja, oder? Ja, jetzt sehe ich es, ja. Erste-Hilfe-Kasten? Oder was war das? Das war ein Erste-Hilfe-Kasten, ja. Ach, ich dachte, eine Bibel wäre das. Ich habe nur das Kreuz gesehen, habe aber nicht gesehen, dass es halt ein normales Kreuz ist. Okay, ist da irgendwas auf dem Boot passiert? Ich weiß nicht. Das werden wir mit Sicherheit rausfinden. Und dieser helle Strahl, der ist von hier aus auch gut zu erkennen. Ja. Vielleicht ist das so das Zentrum dieses Gebiets. So. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo was ist. Da liegt was. Ein Keyboard.
ist ein Bilderrahmen? Das ist eine Zaubertafel, oder? Ich kann das gerade gar nicht sehen. Ah ja, okay, ja, stimmt. Magic steht ja auch oben drauf. Ja. Ah, guck mal, da ist noch ein Geschichtsstrang. Was? Da oben ist noch was. Ja. Das Gebiet gefällt mir, das wirkt so ein bisschen mystisch, magisch. Ja, ja, ja. Es kommt durch dieses Zwielicht. Ja, durch dieses Lilane irgendwie. Oh, guck mal, da sind gleich drei Teile bei. Mhm. Okay, aber ich würde sagen, das gucken wir uns erst im nächsten Part an. Okay. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.